jetzt können wir noch mal etwas intensiver in das Menü reingehen. Des Weiteren haben wir hier solche Schnellwahlzugriffe für bestimmte Dinge, die man eben auch, man kann hier scrollen oder zurückgehen. Man hat hier seine Telefonie, wenn man denn ein Handy mit verbunden hat. Wir haben die Steuergeräte 1 bis 4. Dann der Schnellzugriff auf mein Hubwerk, also Hubhöhenbegrenzung, nach oben, nach unten, die Senkgeschwindigkeit, die Hubgeschwindigkeit und die aktuelle Position, Zug-, Widerstands- und Lageregelung. Ansonsten die Einstellungen für den Motor. Die maximale Motordrehzahl habe ich jetzt begrenzt auf 1800 Umdrehungen. Die Drehzahl Speicher, die man, Moment, hier, 1 und 2. Dann mögliche Getriebeeinstellungen. Ich fahre vollautomatisch. Das ist auch in 80-90% der Fälle am besten. Ansonsten kann ich hier benutzerdefinierte Einstellungen nehmen. Müsste ich jetzt natürlich gucken, was hier eingestellt ist. Da ist eine ordentliche Drückung eingestellt, darum ist der Motor gerade richtig nach unten gesackt. Wenn ich das jetzt hier einstelle, hier Minus mache, dann kommt er auch langsam wieder hoch, hört man schon. Dann finden wir hier in der Getriebeeinstellung zusätzlich noch die zwei Geschwindigkeitsspeicher, die auf dem Command Pro hier sind, einmal 1, einmal 2. Die ich jetzt eben durch Anwählen hier einstellen könnte, Plus oder Minus, auch mit dem Drehrädchen hier möglich. Das gleiche für den Speicher 1 oder, was natürlich wesentlich einfacher ist, ich habe einfach den aktiviert und drehe jetzt hier an diesem Rädchen mir das hoch oder runter, was man dann hier sieht, wo sich der Wert verändert. Funktioniert auch, ja, wenn ich jetzt hier runter drehe, seht ihr, sofort 8 km/h. Gehe ich auf die 1, zack, werden die 12 km/h angesteuert. Jetzt muss ich allerdings beachten, dass meine Geschwindigkeitssteuerung für die automatische Wendung deaktiviert ist. Das sieht man dann hier. Und um das wieder zu aktivieren, drücke ich einmal kurz die Autotaste und zack, geht das wieder. Ansonsten gibt es natürlich noch die Begrenzung für die Maximalgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die angesteuert werden soll, wenn ihr über diesen Punkt hier hinaus drückt, dann wird die Maximalgeschwindigkeit angesteuert, sofern das möglich ist. Geht jetzt natürlich nicht, weil der Zugwiderstand zu groß ist. Dadurch ist jetzt natürlich der Drehzahlspeicher raus. Das sieht man, hier ist kein Rahmen um 1 oder 2. Wenn ich den jetzt hier rüber drücke, kommt der wieder. Dann bin ich hier wieder in Drehzahlspeicher 2 drin und kann ihn auch wieder verändern. Ja, wenn ich durchdrücke, geht er auf die Endgeschwindigkeit, die vorgewählt werden kann. Und die kann ich jetzt natürlich auch einstellen. Aber wir bleiben mal beim Drehzahlspeicher, also einmal nach drüben klicken, fertig. Dann gibt es zum Command Pro und den Fahrstrategien noch diese coole Funktion hier. Und zwar die Rangierfunktion. Wenn ich den Hebel hier rüber ziehe und langsam nach vorne drücke, kann ich wie bei einem Mähdrescher bis zu maximal 5 km/h schön langsam vorwärts wie rückwärts an Maschinen ranrangieren. Loslassen, dann bleibt er stehen. Einmal durchdrücken und er feuert wieder nach vorne, soweit er kann. So, das war es im Wesentlichen zu den Getriebeeinstellungen. Dann selbstverständlich die Zapfwellen-Einstellungsmöglichkeiten. Einmal die Geschwindigkeit, Frontzapfwelle, Heckzapfwelle. Die Freigabe für die Fernbedienung, die Vorwahl für die jeweilige Geschwindigkeit. Je nachdem, was ich jetzt hier auswähle, kann ich dann nochmal separat die Drehzahl, die ich da haben möchte, nochmal einstellen. Entweder direkt darüber oder wieder über das Drehrad. Ja, dann gibt es eben noch das iTech-System, unser Vorgewendemanagementsystem, wo ich eben diese besagten 4 Positionen abspeichern kann. 1, 2, 3, 4. Auf 1 wird der Vektor 9 Meter vor dem 24 Meter Vorgewinde eingesetzt, also theoretisch 24 minus 9, dann wird er bei 15 Meter eingesetzt bei mir und auch der Allrad zugeschaltet. Und ab 24 Meter geht dann zusätzlich noch die Differentialsperre rein. Um das jetzt zu kombinieren mit der automatischen Wendung, muss ich da aufs Menü drücken, gehe hier auf Anwendungen, Autotrakt-Wendeautomatisierung. Muss ich das hier aktivieren
und habe hier weitere Einstellungen, die ich vornehmen kann. Fragt mich jetzt nicht, welche Aggressivität man hier vorwählen soll. Das hat der Händler so eingestellt und das funktioniert. Die Wende startet 0 Meter nach dem eingespeicherten Vorgewende von 24 Metern. Beim Wenden darf der Traktor maximal 7 km/h fahren, haben wir festgelegt. Und ja, im Schlag soll er eben bis zu 13 km/h schnell fahren. Und so funktioniert das dann eben auch alles. Hier gibt es noch einen Schnellzugriff fürs Licht, aber das zeige ich euch natürlich, wenn es dunkel ist. Noch eine Schnellzuwahltaste für die Klimatisierung, dazu braucht man nicht zu viel sagen. Und jetzt kommt eigentlich das Spannendste, nämlich über diese Taste kann ich die Bedienelemente einrichten. Einmal den Command Pro Joystick, dann den Kreuzhebel oder auch die Steuergeräte einzeln. Ihr seht hier auf Taste A, das ist hier, darüber läuft das iTech. Und einmal 1, 2, das heißt runter ist 1, hoch ist 2. An der Beispieltaste B seht ihr, da ist das zweite Steuergerät draufgelegt. Einfach draufdrücken. Und dann könnte ich mir das eben aussuchen. Zack, zweites Steuergerät, fertig. Und das gleiche kann ich natürlich mit allen anderen Tasten machen, die auch hier hinten drauf sind. Ich kann Dinge vom Traktor auflegen, Drehzahl, Speicher kann ich drauflegen, die Aktivierung von Autotrack, die Zapfwellenaktivierungen und so weiter. Das geht hier auf der 12, was nur eine einzelne Taste ist. Und auf diesen Kippschaltern, zum Beispiel D, könnte ich natürlich noch mehr Sachen machen. Einmal die Steuergeräte, das Hubwerk hoch und runter. Ja, das sind die Dinge, die dann auf diesen Knöpfen möglich sind. Und das gleiche nochmal am Kreuzhebel. Seht ihr jetzt auch, was da alles belegbar ist. Drehzahlspeicher, Autotrack-Aktivierung. Alles frei belegbar. Es gibt also fast nichts, was nicht geht. Und das bedarf natürlich auch einer intensiven Eingewöhnungsphase. Wobei man jetzt auch wirklich dazu sagen muss, ich fahre den Traktor seit heute vielleicht 4 Stunden und meine Arbeit funktioniert auf jeden Fall schon mal und ich glaube, die meisten Sachen habe ich auch soweit schon verstanden. Und jetzt können wir noch mal etwas intensiver in das Menü reingehen, denn es gibt ja noch viel mehr Möglichkeiten. Hier auf die Menütaste gedrückt gibt es einmal Maschineneinstellungen. Hier die Einstellung der Federung. Kennen wir schon von den Serien davor. Ich kann die Steifigkeit der Kabinenfederung einstellen, die Achsfederung hart machen oder im Stand auch manuell hoch und runter fahren. Dann Einstellungen zum Frontkraftheber, gehe ich nicht näher drauf ein. Getriebe hatten wir. Heckkraftheber, Klimatisierung, Motor, Telefonie. Wenn ihr, wie gesagt, ein Telefon per Bluetooth verbunden habt, könnt ihr das komplett hier drüber bedienen. Dann natürlich die Wartung. Einfach die Intervalle, wann was dran ist. Und das sind dann eher die Dinge für den Händler. Zapfwelle hatten wir auch. Und das wäre dann die Zusatzsteuergeräte. Spannender wird es hier in den Anwendungen. Hier sehen wir diverse Arbeitseinstellungen. Was für Maschine, wo ich bin, welche Funktionen. Also hier kann man unglaublich viele Einstellungen vornehmen, wenn man das dann alles dokumentieren möchte. Und dann die ganz normalen Autotrack-Einstellungen, gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Die Wendeautomatisierung hatten wir jetzt schon mehrfach besprochen. Interessanter ist hier noch die Feldarbeitsdaten. Da kann ich mir 2 Zähler vorwählen. Und hier seht ihr eben, was ihr so an Produktivität geleistet habt. Dann die Vermessung, die wir vorgenommen haben, damit unsere Vorgewende-Automatisierung überhaupt funktionieren kann. Denn der Traktor muss ja wissen, wo sein Vorgewende ist. Hier sind also die lilane oder ja, was ist das, pinke Linie einmal abgefahren und davon ab hat er 24 Meter Vorgewende angelegt. Dann haben wir den Fernzugriff, das ist, wenn ihr ein Problem habt, dann kann sich der Händler einwählen.
und direkt euren Bildschirm sehen und euch beraten. Gerätemanager, gut, da kann ich natürlich meine Geräte programmieren. Das ist auch eine relativ wichtige Sache und eine schöne Funktion, denn ich kann mir meine komplette Bedienung immer für ein Gerät individuell abspeichern oder auch für einen Fahrer. Das heißt, wenn Bauer Horst lieber mit dem Kreuzhebel hier den Grubber hinten hoch und runter zieht, dann kann er sich das auch so abspeichern. Wenn ich das aber lieber hier hinten auf dem Hebel machen möchte, auf dem Command Pro, dann wähle ich einfach die Michel-Einstellung und dann ist das wieder so, wie es sein soll. Auf jeden Fall noch recht spannend hier der Layout Manager. Weil hier im Layout Manager kann ich mir die Seiten eben so gestalten, wie sie mir gefallen. Gehe auf alle Bedienseiten und neue Seite hinzufügen. Dann sieht die Seite erstmal so aus. Kann der ganzen Sache einen Namen geben. Erche, was auch immer. Gut, und jetzt drücke ich auf Hinzufügen. Und kann ja halt die verschiedensten Sachen drauf machen. Ich könnte mir die Vorderachsfederung da reinmachen, weil ich eben gerne, weiß ich nicht, mir hier die Härte einstelle oder auch nicht. Ich mache lieber Kartierung rein. Das ist dann sowas, zack. Und dann ist die Seite schon wieder fast voll. Speichern. Und jetzt ist die Seite drinne. Ist aber noch nicht im aktiven Satz. Dazu muss ich in den aktiven Satz reingehen, da drauf drücken, eine Seite hinzufügen, nämlich die Erchel-Seite. Dann OK drücken, speichern, fertig. Mache ich alles weg. So ist, hier ist die erste Seite, die ich programmiert habe, Michel der Seite. Und da ist die Erchel-Ansicht, was ich mir eben zusammengestellt habe. So, verehrte Freunde der geilen Landtechnik. Inzwischen stehen 28 Hektar auf dem Tacho. Und ja, der Schlag ist so gut wie fertig. Die Sonne ist weg. Ich habe eben noch ein paar geile Luftaufnahmen für euch im Sonnenuntergang gemacht. Gut, und jetzt hier im Vorgewende, wo es dann doch etwas verdichteter ist und der Grubber auch schön drin hängt, merkt man auch, dass der Schlepper keine Probleme hat, seine Leistung auf den Boden zu bringen. Es ist also kein reiner Transportschlepper. Der geht hier wirklich gut. Ich müsste jetzt schätzen, ich glaube, der ist mit 9,5 Tonnen leer angegeben. Dann haben wir jetzt, glaube ich, noch so eine gute Tonne hinten Radgewichte drin, vorne noch eine gute Tonne. Sind 2 Tonnen drauf, bin ich so bei 11,5 Tonnen müsste der jetzt hier Einsatzgewicht haben. Und das braucht man auch einfach, wenn man hier so um die 270 PS auf den Boden bringen will, ja. Also die Maschine passt echt in die Welt. Auf der Straße geht das Ding richtig nach vorne. Leider muss ich ihn morgen wieder abgeben und dann werden wir noch eine kleine Straßenfahrt machen. Hier kann ich die Beschleunigungsstufen, wie gesagt, vorwählen. Mache ich das ein bisschen schneller hier, dann geht es auch etwas zügiger ab. Fahrtrichtungswechsel, einfach den Command Pro zu der Seite kippen und dann zack, rückwärts geschoben. Also ich würde mal so sagen, um die Maschine bis ins Detail zu verstehen und auch alles ausnutzen zu können, was technisch möglich ist, sollte man schon mindestens eine Woche mit der Maschine arbeiten. Wenn es in Fleisch und Blut übergehen soll, sicherlich auch noch einen Ticken länger. Aber das grundsätzliche Arbeiten, das ist an einem Tag drin, ja. Ich kann hier eigentlich jeden draufsetzen, der irgendwo schon mal einen Traktor gefahren ist und das würde funktionieren. Und wer sich als richtig eingefleischter Johnny-Fahrer gar nicht an so einen Fahrhebel gewöhnen mag, obwohl er einige Vorteile bringt, wie man ja schon im Video gesehen hat, gibt es nach wie vor noch die Variante ohne Command Pro mit dem ganz normalen Auto-Power-Stick. Und außerdem ist der Fahrhebel ab sofort nicht nur in den beiden großen Modellen 230, 250 R verfügbar, sondern auch bis runter zum kleinsten Sechszylinder 145R. Ja Leute, es ist 20.20 Uhr. Wir sind in der Primetime. Und wenn man schon mal die Chance hat, mit so einem geilen Schlepper zu fahren, dann fährt man natürlich nicht rein, um Pro7 zu gucken, sondern fängt einen zweiten Schlag an, so wie ich jetzt. Und wie versprochen, zeige ich euch jetzt natürlich nochmal das geile Lichtmenü. Hier erstmal auf der Konsole vorwählen mit 1. So, und da springt das auch schon auf, wäre auch hier drüber gekommen. Und da habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, 4 verschiedene Einstellungen, Voreinstellungen zu speichern. Bleiben wir jetzt mal hier in dem Menü. Und wenn ihr seht, ich kann hier
durch das Klicken Lampen aktivieren oder deaktivieren. Ja, das ist einfach nur die Verkettung von links und rechts. Ich könnte also jede Lampe sogar einzeln anschalten. So, jetzt Vorgewinde. Ich fahre inzwischen mal manuell. Macht mir auch mal ein bisschen Spaß. Autotruck einsetzen. Zweite Tempomat Geschwindigkeit. Und ich will euch dieses Lichtfeuerwerk hier nicht vorenthalten. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut rüberbringen kann, wie es hier aussieht. Aber wir machen einfach mal aus. Ja, jetzt guckt ihr hier mal rum. Und das ist das normale Straßenlicht. Und gut, jetzt schalte ich einfach mal das Licht ein. Eine Witzka. Mit dem Ding kann man wirklich nachts arbeiten, das ist kein Thema. So sieht das ohne aus. So sieht das aus, wenn die LED-Scheinwerfer angehen. Da ist gar nichts. Zappenduster. Zack. Taghell. Ja, soweit so gut. Ich darf mich für heute erstmal verabschieden. Ich mache noch die 8 Hektar hier fertig, was bei einer Hektarleistung von 4 bis 5 Hektar pro Stunde in 2 Stunden erledigt sein dürfte. Dann habe ich heute 40 Hektar voll gemacht. Und das ist doch schon eine ganz gute Leistung für eine Grundbodenbearbeitung mit einem 260, 270 PS Schlepper. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen, wenn ich die Maschine dann nochmal auf der Straße zum Händler zurückfahren darf. So, einen wunderschönen guten Morgen und willkommen zurück zum letzten 6.50 Uhr Airtag. Ich habe also jetzt noch mal eine Stunde oder anderthalb Stunden das Vergnügen, für mich und für euch das Gerät hier auf der Straße zu fahren. Freue ich mich eigentlich sehr drauf. Die Maschine hat übrigens auch im DLG Power Mix im Straßentransport, soweit ich weiß, bis jetzt am besten abgeschnitten von allen bisher getesteten Maschinen, was den Spritverbrauch angeht. Der will nach vorne. Und der geht auch. Begrenzt die Maschine mal über die Drehzahl, so dass er 42 fährt. Oder bin ich jetzt bei 1330 Motorumdrehungen? Da läuft die Maschine noch 42. Könnt ihr euch dran orientieren, falls ihr an einer 40 km/h Maschine interessiert seid. Schauen wir mal, mit welcher Drehzahl 50 km/h erreicht werden. So, ich habe jetzt glatt 50 km/h mit 1560 Umdrehungen. Und da läuft ja gerne noch ein bisschen schneller. 54 km/h mit 1650 Motorumdrehungen. Also, das ist auf jeden Fall ideal, um Sprit zu sparen auf der Straße. So, jetzt tippe ich einmal unten das Fußpedal an und habe übernommen. Und die Maschine rollt schön aus, ohne dieses hässliche Aufjaulen, wenn man hier den Hebel zurückzerrt wie ein Irrer. Und wenn das nicht reicht an Verzögerung, dann drückt man halt die Bremse. Wenn es frei ist, macht man Kickdown und das Ding geht nach vorne.